Sagt mal ganz ehrlich, habt ihr gewusst, dass die Super Soko TC eine Temperaturanzeige hat? Ich bis gestern nicht. Wer wie ich das ganze Jahr mit dem Motorrad oder mit dem Motorroller unterwegs ist, der wünscht sich ab und an mal eine Anzeige der Außentemperatur. Das war also gerade gestern ziemlich wichtig, weil ich bei den 3 Grad losgefahren bin und in den Außenbezirken dann doch die Wiesen schon gefroren waren. Und ja, durch Zufall habe ich gestern entdeckt, dass wir hier vorne an dem Tacho der Super Soko einen kleinen Einstellknopf haben. Ganz unscheinbar, klein. Ja, man hätte auch mal in die Anleitung schauen können, wozu der da ist. Habe ich jetzt mal nicht gemacht. Und damit kann man im Display einstellen, dass man die Außentemperatur sieht. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist der Tacho, wie wir ihn normal kennen, mit der Reichweitenanzeige. Und wenn ich jetzt einmal raufdrücke, dann habe ich die Temperatur dort eingestellt. Das war gestern sehr wichtig, wie gesagt, dass ich mich dann darauf einstellen konnte, dass es ein bisschen rutschiger wird unter 0 Grad. Alles, was über 2-3 Grad geht, mache ich mir eigentlich keinen Schädel, aber da war das schon ziemlich wichtig. Dann habe ich jetzt doch mal einen Blick in die Anleitung geworfen und habe gesehen, dass der Knopf noch für andere Sachen gut ist. Wir haben also die Möglichkeit, den Knopf zwischen 2 bis 8 Sekunden zu drücken, also zu halten. Und damit schalten wir, ist jetzt glaube ich auch schon angeschaltet, man sieht es jetzt nicht so gut, die Hintergrundbeleuchtung an, die ja sonst nur angeht, wenn ihr das Licht mit anschaltet, beziehungsweise, nein, das Licht ist ja mal mit an, die sonst immer nur angeht, wenn es dunkel wird. Man sieht das bei einer Unterführung oder im Keller oder irgendwie sowas, dass es damit angeht. Und das könnt ihr dann manuell einstellen, indem ihr dann 2 bis 8 Sekunden drauf drückt. Wenn ihr den Knopf länger als 8 Sekunden haltet, habe ich bis jetzt auch noch nicht ausprobiert, dann wechselt die Zahnzeige zwischen der Kilometeranzeige und der Meilenanzeige. Ja, also länger als 8 Sekunden drücken. Und mal schauen, sollte sie jetzt wieder zurückwechseln. Über 8 Sekunden. Zack. Ja, also wisst ihr Bescheid, habt ihr wieder dazugelernt. Den Knopf drücken bis 2 Sekunden wechselt in die Temperaturanzeige. 2 bis 8 Sekunden schaltet das Hintergrunddisplay an, damit ihr das auch am Tage besser sehen könnt, wenn ihr möchtet. Und länger als 8 Sekunden wechselt ihr zwischen Meilen- und Kilometeranzeige. Ja, kleines Tutorial, das war es auch schon wieder gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.